Für viele von uns ist ein Messer ja was wirklich Faszinierendes. Und das sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass viele von uns mehrere Messer zu Hause haben, Messer sammeln und so eine richtige Messerleidenschaft entwickelt haben. Wenn man mehrere Messer zu Hause hat, gibt es mit Sicherheit das eine oder andere Messer, das ein bisschen was Besonderes oder was ganz Besonderes ist. Ich verbinde was mit dem Messer, hat und habe eine ganz besondere Geschichte, die ja einfach mit dem Messer zu tun hat oder die hinter dem Messer steckt. Und genau darum soll es heute gehen, in dem Videoformat. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ein Messer, deine Geschichte. Vor knapp 2 Jahren ist die Idee für dieses Videoformat entstanden. Und der Grund war, dass ich aufgrund meiner Messerbau-Tutorials, die ich damals gemacht habe, immer wieder Mails von euch bekommen habe, indem ihr mir Bilder von euren selbstgebauten Messern geschickt habt, Bilder von euren umgebauten Messern geschickt habt und auch immer ein bisschen was dazu geschrieben habt, was einfach euch bewegt hat, das Messer zu bauen oder einfach eine kleine Geschichte zu dem Messer. Das war so der Grundstock, wo die Idee darauf basiert, wie gesagt, dieses Videoformat zu machen. Ich habe damals auch aufgerufen, dass ihr mir Bilder schicken könnt und Geschichten, die ich dann als Content oder als Material für meine Videos benutzen kann. Einige von euch haben das auch getan. Und leider Gottes gab es viele Gründe, die dazu geführt haben, dass ich das Videoformat damals gar nicht richtig starten konnte und weitermachen konnte. Ich fand es wirklich schade und habe mir jetzt gedacht, ich greife das Thema einfach wieder auf. Ich habe das Material von euch bekommen und möchte es gerne auch verwenden. Wie weit, dass ich mit der Videoserie komme, ob sie weitergeführt wird, wenn das Material aufgebraucht ist, das weiß ich nicht. Das liegt natürlich euch, auch an euch, ob ihr das Format annehmt, ob ihr da mitmachen wollt oder nicht. Worum soll es jetzt genau in dem Videoformat gehen? Letztendlich ganz einfach um eure Messer, um eure besonderen Messer. Zum einen ist es vielleicht das Messer, das ihr euch selber gebaut habt. Vielleicht ein Messer, das ihr geschenkt bekommen habt. Ein kleines Taschenmesser oder ein großes Messer, das ihr vielleicht von eurem Opa, Urgroßopa oder sowas geerbt habt. Ein Messer, mit dem ihr Abenteuer, geile Touren erlebt habt und somit einfach das Messer für euch was Besonderes ist. Oder es ist ein Messer, das ihr aus einem ganz bestimmten Grund gekauft habt. Das sind einige Möglichkeiten, die eine Geschichte zu einem Messer bergen. Und diese Geschichten interessieren mich. Diese Geschichten möchte ich gerne an euch weitergeben. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich von euch Fotos bekommen und Texte, die ein bisschen die Geschichte zu den Bildern, zu dem Messer irgendwie wiedergeben. Und das ist so erstmal das Material, das ich für die ersten 2, 3 Videos benutze. Aber die Idee ist natürlich, dass es natürlich weitergehen kann. Zum einen weiterhin Fotos, die ihr mir schicken könnt. Zum anderen vielleicht auch mal kleine Videosequenzen, wo ihr was zu eurem Messer erzählt, die ich dann hier in die Videos einbaue. Vielleicht auch mal, dass der eine oder andere hier vorbeikommt und vor der Kamera was zu seinem Messer erzählt, sein Messer vorstellt, seine Geschichte präsentiert. Vielleicht gibt es auch mal einen Livestream oder die Möglichkeit, das Ganze vielleicht über Skype zu machen. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das es läuft. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal ein Testlauf, um zu schauen, wie das überhaupt bei euch ankommt. Wenn ihr jetzt Lust habt, da mitzumachen, dann dürft ihr mir gerne Material an die unten in der Videobeschreibung aufgeführte E-Mail-Adresse schicken. Macht es einfach mit dem Vermerk, mit dem Betreff dein Messer. Und dann weiß ich, wo ich das zuordnen muss. Und dann werde ich das Medium-Material oder das Bildmaterial sammeln und einfach dann auch weiterhin Videos produzieren können. Also es würde mich freuen, wenn ihr da einfach ein bisschen mitmacht. Genauso bin ich auch offen für Anregungen, wie man das Video oder wie man die Folge weiter gestalten könnte, wie man es ausbauen könnte, was man für Themen noch mit reinnehmen könnte. Ich denke mal, der Begriff ein Messer, deine Geschichte ist relativ weitläufig und da kann man bestimmt auch viele Sachen noch mit reinpacken, die hier praktisch aufgeführt werden können.
Das erste Video, das ich abgedreht habe, ist schon ja, ein Messer mit einem ganz speziellen Hintergrund. Es ist ein Messer, das selber gebaut wurde, aber nicht irgendwie von einem Material, das bestellt wurde, sondern alleine die Beschaffung von dem Material ist schon was ganz Besonderes und die Entstehung von dem Messer dann sowieso. Das wird der Inhalt vom ersten Video sein, das ich euch dann hier gleich verlinke. Das könnt ihr euch dann im Anschluss gleich angucken. Das ist so das erste Auftaktvideo. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei seid, wenn ihr euch die Videos anschaut. Und ja, wünsche euch jetzt schon mal einfach viel Spaß dabei. Danke euch fürs Reinschauen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da, schaut vielleicht nochmal auf Instagram vorbei. Und ja, bis zum nächsten Mal.